Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo Console Edition. Afrika Savanne hat schon mal 5 Sterne bekommen von unserer Zooinspektorin. Wir haben den Isabelbär fertig gemacht. Letzte Folge sogar mit Schnee. Da ist der kleine Panda drin. Das ist unser riesiges Savannengehege. Das wiederum ist nicht so super. Ach so, das war eine Paarung. Das war wild. Wortwörtlich. Aber hier ist auf jeden Fall unser riesiges Savannengehege. Ich muss einfach echt sagen, die ist echt schön geworden. Muss ich jetzt einfach mal straight so sagen. Die hat einfach was. All die Tiere, die da zusammen drin sind. Die da zusammenkommen. Die ist einfach schön. Das wird eigentlich so gar nicht mehr genutzt, gell? So, was haben wir hier? Da sind die Wölfe drin, die Babywölfe. Hier sind ein Vivarium und unsere S-Dingsbums. Hier unten sind die Kamele. Sind die Trampeltiere. Da ist leer aktuell. Und da ist der Isabelbär drin. Die Frage ist nur, was passt zu dem Zebras ins Gehege? Ach, das wäre schön, ja. Der Nilwaran, braucht der Wasser so dringend? Oder würde ihm das Ganze auch ohne Wasser reichen? Ich hatte hier mal eine Krise. Steckt der irgendwie fest oder so? Ne, jetzt hat er aufgehört. So, das ist krass. 500.
Ja, der Nilwaran, der wäre schon interessant. Der Kaffernbüffel braucht aber auch Wasser, jetzt 20 Quadratmeter. Weißt du was? Fuck it. Ein Männchen. Ah, ein Männchen reicht uns nicht. Vielleicht noch zwei Weibchen dazu. Jetzt kaufen wir einfach den hier. Und ein Nilwaran. Aber mehr kriegen wir aktuell nicht. Ja, Hippo braucht Wasser. 1400 Quadratmeter. Hippo braucht Wasser. Dinge, die wir nicht haben. Wasser. Also wir haben Wasser, aber wir sind zu weit weg davon. Indischer Elefant. 67 Quadratmeter Wasser. Gar nicht so einfach. Gehege 5. Ah. Was ist denn gerade? Ach so, sie kann hier einfach durchgehen oder was? Lol. Für Mitarbeiter, bist du Mitarbeiter? Meines Wissens nicht. MRSA. Oh, unsere Wölfe sind erwachsen. Das bedeutet, Ricardo muss. Okay, nee, Ricardo doch bleiben. Beatrice und Antonio sind zu alt. Das heißt, wir brauchen einen weiblichen grünen Insel-Leguan. Den grünen Insel-Leguan.
Wundervoll. So, jetzt haben wir noch eine Sache. Und dann hätten wir alle Tiere untergebracht. So. Nicht ob. Ich glaube nicht, dass das irgendwie hilft. Du hast bei diesem Mackenzie-Wolf-Programm enorme Fortschritte gemacht. Was für drollige Welpen. Und schau dir nur diese Artenvielfalt in den Gehegen an. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass all diese verschiedenen Bäume schon zum Stadtgespräch geworden sind. Ja, das ist hier wohl eine Stadt, in der sonst nicht viel los ist. Wo ist denn der zweite? Da sind genug. Mann.
Yes. Sieht doch schon mal gut aus. Sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt haben wir das eine. So. Und dich? Du bist jetzt special, muss ich tatsächlich sagen, weil... Platz hast du genug, aber du hast kein Wasser. Und deswegen muss ich gestehen, macht nicht so ganz Sinn, dass wir den behalten. Lebt wohl Rashid. So. Wir müssen uns immer überlegen, natürlich, was jetzt mit den Resten. Wir haben hier eine Aufbauung Utans, die wir vielleicht noch irgendwie unterkriegen können, die kein Wasser brauchen. Was haben wir denn sonst so? Flamingos, Leistenkrokodil, kleiner Panda, brauchen alle Wasser. Prozent, das passt da ganz gut. Mindestens 7 Gegen. Wie viel haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir müssen noch ein Gege bauen. Mindestens 13 Tierarten in Gehegen. Bruder, wie sollen wir das denn machen? Also, Borneo Orang-Utan, okay. Flusspferd Ganges-Gavial. Wasser. Wasser, Wasser. Ja, lass mal ein bisschen Geld sammeln. Ganz zufriedenstellend. Ja, wir hätten hier natürlich einen riesen Wasserbereich. Habt ihr jetzt zu wenig Platz im Gehege, oder was?